Oh, das könnte ein Problem werden. Alter, der steht genau da. Hallo und willkommen zu Part 4 von Alien Isolation. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Also, unsere Aufgabe ist es, den Haupteingang zu öffnen. Oder die Haupttür. Ah, okay, ich muss einfach nur diesen komischen Kolben benutzen, um das zu öffnen. Ich habe mir jetzt schon Sorgen gemacht, dass ich irgendeinen Schalter finden muss. Kacke, das sieht irgendwie viel realistischer aus als letztes Mal. Tut's eh nicht, du laberst nur Scheiße. Ja, ihr habt recht. Es war einfach nur wieder einige Zeit lang her. Remove Ding. Ja, achso, dafür brauchst du jetzt natürlich nicht den Hammer, das funktioniert so. Was ist jetzt los? Nein! Still. Drück ab, drück ab, dann ist das Spiel vorbei. Turn around. Du hast einen leichten Akzent, mein Freund. Gib mir das. Ripley. Ich will das wieder haben. Ich habe lange dafür gearbeitet. Sind das etwa Aliens? You get it? Okay. Das nennt man Xenomorph. Der hat doch keine Ahnung. What's your name? Axel. Axel. Hier, nimm dein Hammer. Danke, Axel. We can get into all sorts of trouble there. Ich weiß. Okay. Wir müssen auf uns aufpassen, okay, Axel? Komm, lass mich deine Glatze anfassen. Es hört sich so gut an. Oh, jetzt zieht er aber die Augenbrauen hoch. Axel. Come on, I don't want to stick around here long. Du magst es doch, wenn ich dich hinterm Ohr kraule. Komm, gib's zu. Was mache ich hier gerade? Das muss so dumm aussehen in der Webcam. Das ist mir egal. Ich stelle es mir gerade vor. Axel. Du mit deinen süßen blauen Augen. Ich finde dich wirklich sehr attraktiv. Ist das der Axe-Effekt? Versteht ihr, Vega? Axel? Na, das war ein weiterer guter Witz auf meinem Kanal. Markiert's euch irgendwie, schreibt Kommentare. Das ist ein Meilenstein auf diesem Kanal. Axel? Komm. Oh, du hast diesen schüchternen Gesichtsausdruck. Ich finde das wirklich süß. Axel. Axel. Okay, fuck. Jetzt wird's eindeutig zu merkwürdig, Axel. Axel, ich lass mir das nicht mehr gefallen. Hast du gehört? Kacke, wie kann ich das wegpacken? Wieso muss ich jetzt wieder selbes Problem wie in der letzten Folge? Ich will... Wie habe ich's damals weggepackt? Ich weiß es nicht. Axel, du machst mir weiterhelfen. Yep, das, so mache ich meine Let's Plays. Völlig normal. Look, I've got the elevator working. Jana, let's go, okay? Hi. I'm sorry. Good luck. Ey, lass mich mit rein. Lass mich nicht mit diesen Irren alleine. Er hat mich zu Dingen gezwungen. Nein. Oh Gott. Ich habe nichts gesagt, Axel. Es tut mir leid. Hold up. Let me get the elevator. Okay. Ich soll hier warten, dann komme ich mit. Nein, ich komme mit. Sag mir nicht, was ich zu tun habe. Ach du Scheiße, die Augen! Was ist denn da drin? Ich sehe in dein Herz sehr gute Zeiten, schlechte Zeiten, ein Leben, das neu. Diese Fahrt dauert ja ewig. Wann sind wir denn endlich da? Oh, ah, okay. Da muss man sich erstmal beschweren, damit hier was läuft. Axel, du hast was übersehen. Oh Scheiße, ich muss craften. Axel, du musst jetzt mal einen Moment lang warten. Das ist wirklich wichtig. Ich muss ein Medikit machen. Geht das? Komm, crafte. Item constructed. Ja. Jetzt können wir weiter. Axel, jetzt mach mal nicht so einen Stress. Wir müssen doch looten. Vielleicht ist hier was in einem Fass da drin. Woher willst du denn das wissen? Du gehst hier mit einer Sicherheit durch, als ob du schon alles gecheckt hättest. So viele Kisten. Wir brauchen ewig, um das alles durchzulooten. Hast du gerade geredet, Axel? Ich dachte, wir sollten leise sein. Kannst du nicht einfach mal die Klappe halten, so wie ich? Kannst du nicht einfach mal still sein? Shit. Kannst du nicht einfach mal die... Nein! Jetzt nimm doch einfach mal die... Nimm die Knarre runter. Bullshit, whoops! Ich folge einfach deinem Arsch. Die können uns bestimmt helfen. Hallo? Könnt ihr uns helfen? Hallo? Hier drüben? Hallo? Axel, komm mal her, die machen doch gar nichts. Was? Wieso? Die machen doch gar nichts. Wieso soll ich jetzt da hinten hin? Das ist doch viel einfacher hier lang. Axel! Leute, könnt ihr mir helfen? Der Typ ist irgendwie merkwürdig. Könnt ihr mal bitte ein paar von den Koffern wegräumen, damit ich rüber kann oder so? Vielleicht geht's ja hier. Hallo? Ich bitte, eine Lady bittet um Hilfe.
keiner hilft mir. Irgendwas stimmt hier nicht. Ihr seid wirklich keine Gentlemanse. Okay, wisst ihr was? Vielleicht ist Axel doch nicht so übel. Der hat wenigstens einen Plan. Und ist höflich. Wie, what was that? Wirklich, jetzt hast du es gehört? Jetzt hast du mich wahrgenommen? Lol. Lol, er hat es immer noch nicht gecheckt und er hat mir mitten in die Augen gesehen. Wir hatten Blickkontakt. Es war so wunderschön. Ich glaube, die Aufnahme geht schon wieder eine Stunde lang und ich habe ungefähr ein paar Meter zurückgelegt. Ah, ich dachte, ich bin schon drin. Axel, er ist in Lauerstellung. Friends of yours? Dieser Arsch. Lass mich näher. I'm shocked. I'm pulling your chain, darling. You want to go and say hello? It's your funeral. Those guns aren't for show. Someone should be doing. Hast du gerade versucht, mich zu schlagen? It's called surviving. Okay, das hatten wir erledigt. War doch gar nicht so schlimm, oder? War doch gar nicht so schlimm. Warte, Axel, warte, ich muss craften. Ich kann es nicht einpacken. Axel, craft. Ah, da ist es. Ich komme mit dem Menü noch nicht so klar. Nee, immer noch nicht. Kann ich auch andere Sachen als Medikits? Nee, natürlich nicht, weil. Weil. Come on, what are you waiting for? Pick up the flashlight. Stör mich nicht, ich tanze gerade für dich. Gefällt dir das? Gefällt dir das? Tu nicht so, als ob du nicht interessiert wärst. Du hast schon darüber nachgedacht. Gleich als du dich das erste Mal gesehen hast. Axel. Axel, gib es zu. Axel, komm, ich tanze mich zu dir rüber. Axel. Axel. Axel, wie gefall ich dir? Axel. Findest du das nicht gut? Findest du das nicht erregend? Na? Okay. Was? Flashing. Hold. Ah, was ist das auf der Playstation? Nee, jetzt nee. Nee, ich hasse dich. Ich wollte nicht das benutzen. Oh Mann, das ist genau wie ein Cry of Fear. Ich verschwende immer schön meine Sachen. Licht. Ich teste die Steuerkreuze. Ich teste die Tasten. Ups. Oh, ich habe eine Karte? Oh, ich habe eine Karte. Das wusste ich nicht. Auf dem Share-Button. Ja, den gibt's jetzt bei der PlayStation 4. Oh, das muss ich mit der ganzen Welt teilen. Seht es euch an, ich drücke den Share-Button, ich habe eine Karte. Oh, es ist so heiß hier drin. Oh, ich kann nicht denken, wenn es so heiß ist. Oh ja, oh, gib mir mehr. Oh, es ist so gut. Ja, so langsam dämmert es mir. Ja, ich glaube, ich muss noch ein wenig weiter tanzen. Ungefähr so. Yes. Das ist total unnötig, dass du mich fragst, ob ich das abspeichern will oder nicht. Wenn ich nicht abspeichern will, dann würde ich nicht zu dieser Speicherstation gehen. Ja, macht Sinn, oder? In Zukunft wirst du mich nicht mehr danach fragen. Ja, komm. Rein mit... Oh, leck! Oh, das war gerade echt gruselig. Ich bin vor Axels Arsch erschrocken ein bisschen. Weil da dieses Flackerlicht in dem Moment kam. Ist das cool? Ich steuere die Taschenlampe mit meinem Kopf. Axel, ist das it? Axel. I'm coming. Axel hier drüben. Oh, warte, wir verstecken uns vor ihm. Ja, das blinkt so heftig, als ob ich da eine Taschenlampe gebraucht hätte, um das zu finden. Okay, Axel, ich bin direkt hinter dir, Axel. Guck mir nicht so an und geh weiter, du blockierst den ganzen Tag her. It's not smart to stay here too long. Ja, du bist doch derjenige, der hier immer rumchillt. Oh, Axel, ich könnte dir überall hin folgen. Hallo? Hi. Follow me. Nö. Hi. Weiter gehen. Ich muss jetzt richtig sneaky rumsneaken. Oh, ich habe mein Ohr angehauen. Okay, ganz leise. Ja. What's the emergency? Someone else has been here. Everyone stay alert. Guns tight. Shoot anyone you don't know. Stick around while I check our... Oh! Ah, wir verstecken uns hinter dem Gitter. Ja, das ist eine gute Idee, Axel. Die sehen uns nicht. Die... Das ist... Oh, shit! Oh, shit! Was? Das ist ja... Oh Gott, das ist genau wie in Skyrim, wenn man ihnen einen Pfeil ins Gesicht schießt und dann ist so, ist da jemand? Nein, da ist nichts. Jetzt kann ich den ganzen Rotz nochmal machen, nur weil ich wieder rumspielen musste. Ich pack's nicht. Ich glaub das einfach nicht. Ja, mal gucken, ob ich's im Dunkeln finde. Ich probiere das jetzt aus.
How about you look around? We're not going anywhere until... Axel, is this it? Yep. Ich glaube, das ist es. Mhm. Ich bin mir nicht sicher. Ist es das Richtige? Das ist irgendwie so unauffällig. Ich weiß es nicht. Axel, ist es das Richtige? I knew it was here somewhere. Wo bist du? Nur, ich sehe dich gar nicht. Axel, du bist so dunkel im Dunkeln. Axel, du bist so... Oh! Oh, scheiße. Das, auf einmal ist er da. Einfach so. It's the way everyone travels around here. Just those that want to stay alive, sweetheart. Sweetheart, er hat mich Sweetheart genannt. Das ist so süß. Axel, ich wusste, du hast noch Gefühle für mich. Ja gut, ich antworte einfach mal nicht auf seine Fragen. Er stellt mir eine Frage und dann sagt er, ich soll leise sein. Du bist echt ein scheiß Idiot, Axel. Ich würde am liebsten jetzt die Taschenlampe benutzen. Komm, mach an. Wieso? Ich kann es nicht mehr anmachen. Axel hat es mir verboten. Axel hat Admin-Rechte und hat mich irgendwie gebannt für 5 Minuten, kann ich die Taschenlampe nicht benutzen. Ich fand das so geil, wie sie einen alle angucken, wie ein Reh, das ein fahrendes Auto sieht. Und dann, ja, ich bin doch leise. Und dann stehen sie da ewig lang, starr vor Angst. Und dann machen sie weiter, okay, da war nichts. Und dann schießen wir ins Gesicht. Au, meine Hand. Ah, scheiße. Jetzt geht's wieder. Find a way to distract the looters. Das kriegen die nicht mit, oder? Jetzt stehen sie einfach nur da und schweigen. Hä? Ist doch niemand dazugekommen. Sie stehen die ganze Zeit zusammen, ein Kreis so. Und dann, oh scheiße, da seid ihr, ich habe euch gar nicht gesehen. Okay, also ich gehe jetzt hier weiter. Ich hoffe, das Licht verrät mich nicht. Hier schnell durchhaschen. Okay, das lief doch schon mal ganz gut. Ich weiß nicht, was los ist. Heute geht mir die Oculus auf den Sack. Die bleibt nicht richtig auf meinem Face. Aber ich muss jetzt einfach damit handeln. Ja, ich schätze mal, ich muss mit diesem unauffällig leuchtenden Gerät interagieren. Also mache ich das mal. Hi, ihr könnt mich nicht sehen, da ist eine Glasscheibe. Okay, vielleicht sehen sie mich doch. Okay. Ich gehe ins Dunkle. Wie kann ich schlagen? Wieso kann ich nicht schlagen? Oh, ich bin gezwungen zu schleichen, glaube ich. Das glaubst auch nur du. Er kommt auf mich zu. Oh, shit. Hallo? Ich war's nicht. Oh, verdammt. Axel hat mich dazu angestiftet. Er ist der Böse. Sucht euch ihn. Ich hab damit nichts am Hut. Ich bin nur die Frau mit der Taschenlampe. Ich schwör's euch. Oh, das könnte ein Problem werden. Zum Glück haben die keine Taschenlampe. Alter, der steht genau da. Oh, nö, Axel stopped working. Oh shit, wo ist er hin? Ich glaube, ich bin ziemlich unfähig. Okay, sie haben mich verloren. Kacke, ich sehe nur so die Umrisse, wie er mit der Waffe auf mich zielt. Das war mal ein... Da bist du! Wow, wirklich keinerlei Reaktion oder so. Dafür, ich wurde hierher gejagt und du bleibst hier einfach sitzen und versteckst dich weiter hinter dem Gitter und dich entdecken sie natürlich nicht. Ich sitze in tiefster Dunkelheit und er richtet die Waffe auf mich. Und was ich jetzt ursprünglich sagen wollte, das war echt gruselig, wie er die Waffe auf mich gerichtet hat. Das war echt scheiße. Scheiße merkwürdig. Ich arbeite mich mal auf die linke Seite vor. So. Nice work, Ripley. Was? Ey, schieb mich nicht weg. Na toll, jetzt bin ich festgebackt. Ich bin... Du bist ein Arsch, weißt du das? Alter, so ein Slenderman. Auf einmal ist er hinter mir. So ein richtiger Creepster. Axel, bitte sag mir, dass du dieses Geräusch gemacht hast. Die Wände flüstern mir etwas zu. Ich glaube, das ist nicht normal. We need to activate both consoles at the same time to open it. I'll do this one. You go to the one on the other side. Okay, Axel, wir sollten uns eigentlich nicht aufteilen, aber es gibt keinen anderen Weg. Ich komme danach sofort wieder zu dir. Pass auf, dass du nicht drauf gehst. Ich werde nie wieder so einen schönen Mann finden wie dich. Hey, Axel, da bist du ja. Da sind wir ja wieder. Hi. Also, Axel, bist du bereit? Bist du bereit, Axel? Hallo? Du musst mir doch irgendein Zeichen geben, damit ich weiß, dass ich jetzt da drücken soll. Axel? Okay? Ich denke, er wird's machen, wenn ich's mache. Ready. On three.
Wieso kann ich ihn hören? Da ist eine fette Glasscheibe dazwischen. Wie soll das funktionieren? Nö, ich höre dich nicht. Das macht keinen Sinn. Ich weigere mich jetzt bei 3 zu drücken. Oh, scheiße, ich drücke. Axel! Wirklich? Ja, ich komm. Jetzt muss ich's wieder erledigen. Das war so klar. Save Axel. Komm. Axel! Axel! Yay! Slap die. Mann, du musst ihn doch nicht gleich töten. Fuck. Let's go. Was für ein Idiot. We need to go. Oh shit. Okay. Das war so dumm, Axel. Nee, lauf. Ah, wieso sprintet sie nicht? Ich hab durch die Glasscheibe gehört, wie sich die Tür hinter dir öffnet und du bekommst gar nichts mit. Oh, du siehst ein bisschen verängstigt aus, Axel. Axel, es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung, Axel. Es ist vorbei. Wir sind entkommen. Die bösen Menschen sind nicht mehr da. Er ist tot. Er ist tot, Axel. Axel, du siehst dieser Blick. Oh Gott. Das ist mit Abstand das Gruseligste, das ich in diesem Spiel bisher gesehen habe. Ja, guckt es euch an. Der Mund. Axel, ich muss vorbei. Ich komme nicht vorbei. Okay, jetzt, das ist wirklich kein Scherz. Ich komme nicht vorbei. Axel? Axel, ich glaube, der ist starr vor Angst. Oh Gott, Axel. Axel, ich komme nicht vorbei. Axel. Och, nö. Nö, bitte lass es jetzt nicht wirklich das sein, was ich denke, dass es ist. Der ist jetzt nicht da festgepackt, oder? Axel. Axel, beweg dich. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist... Hi. Versuch's doch. Oh Gott, wir sind hier gefangen. Axel, beweg dich doch bitte. Es ist jetzt echt nicht die Zeit dafür. Komm, ich schmuggle mich so vorbei. So, okay, geht nicht. Alter, das ist jetzt... Axel, gerade eben war es noch lustig, aber das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Axel, es ist doch... Soll ich dich noch weiter trösten? Geht's dir besser? Axel. Okay, Axel versperrt uns den Weg. Ich würde mal sagen, das ist gezwungenermaßen das Ende von Folge 4. In der nächsten Folge werde ich den letzten Speicherpunkt neu laden. Und dann werden wir das Ganze nochmal versuchen, ja. Und vielleicht bekommt Axel ja dann hin. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es sehr. Das war wirklich mal ein interessanter Abschluss. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann sehe ich dich im nächsten Video.